Die DEB-Oberliga-Partie zwischen dem ECC Preußen und den Wedemark Scorpions wird präsentiert vom Schornsteinfegermeisterbetrieb Christian Liebermann. Tag gesagt und Glück gewünscht, getreu dem Motto des Tagessponsors, dem Schornsteinfegermeisterbetrieb Christian Liebermann, geht's ins Preußenjahr 2017. Ja, und dieses Glück kann der ECC gegen die Wedemark Scorpions auch gebrauchen. Nach Verletzungspech fehlen neben Julian van Lieden auch beide Goalies, die aber von Nachwuchstorhütern Luca Scheibler und Jan-Josef Mannchen vertreten werden. Das Team ganz fest hinter den beiden. Ich habe auf jeden Fall gesehen, die Jungs wollten jeden Schuss blocken für uns, haben für uns gearbeitet und die haben ihr Bestes gegeben. Und in den ersten 5 Minuten keinen Schuss durchgelassen. Die Festung am Glockenturm bewacht wie die Kronjuwelen. Dafür markieren die Hausherren gleich 2 Schüsse gegen den Playoff-Aspiranten aus Niedersachsen, der ja mit einem Sieg endgültig in die Aufstiegsrunde einziehen kann. Danach sieht's aber erstmal nicht aus. Schönes Kombinationsspiel und Seemann mit der Bude, der Spieler mit der Nummer 17, zimmert die Scheibe in die Maschen. Klasse gespielt, schönes Ding. 1:0 für die Mannen in Schwarz. Den Kasten, den gilt es ja heute besonders zu bewachen. Doch was zu Beginn so gut klappt, geht in der 7. Minute dann doch daneben. Erste richtige Chance, erstes Tor für die Wedemark Scorpions. Michael Butt mit dem 1:1 Ausgleichstreffer. Beeindruckt davon sind die Preußen, aber nicht Chance um Chance erspielen sich die Männer von Lenny Soccio. Doch das Glücksergebnis fehlt. Das Remis somit auch der Pausenstand, trotz Berliner Überlegenheit. Wir haben gute Chancen gehabt. Wir sind dann nicht kaltschnäuzig genug, so wie du schon gesagt hast, um die Dinger zu machen. Wenn wir sie machen, dann sieht es ganz anders aus. Hannover hat clever die Chancen, die sie hatten, ausgespielt und haben die entscheidenden Tore gemacht. Vor allem im zweiten Durchgang. Der ECC zwar mit ordentlich Futter für Wedemark-Goalie Dennis Korf, doch der verspeist die Pucks reihenweise. Sein Team auf der anderen Seite zwar mit Magerkost, die aber voll aufs Punktekonto schlägt. Andreas Morcin jetzt leitet mit seinem 2:1 aus Gästesicht das Torfestival für die Scorpions ein. Seiner zweiten Bude zum 3:1 folgt dann Dennis Schütt, der die Überzahlsituation der Scorpions gekonnt ausnutzt und die 4:1 Führung zur zweiten Drittelpause perfekt macht. Ganz, ganz bitter und das, obwohl die Preußen bis dahin gezeigt haben, dass sie ein Team sind. Michael Rainey gehört ab sofort übrigens nicht mehr dazu. Genauso wie Veit Holzmann, der bereits in Essen unter Vertrag ist. Nach einer Suspendierung verlassen die beiden die Hauptstadt. Alles Gute an dieser Stelle. Die letzten 20 Minuten laufen dann leider wie die vorherigen. Am Ende gewinnen die Niedersachsen aus ihrer Sicht sogar 6:1. Der Schornsteinfeger, der hat dann heute doch kein Glück gebracht. Und noch ein kleiner Schornsteinfeger. Ich fand das Spiel sehr interessant. Trotzdem, sie haben gekämpft. Das Quäntchen Glück hat leider heute gefehlt. Man hat gesehen, wir hatten die Chancen, wurden leider nicht verwertet. Und da wir nicht nur heute Glück bringen, sondern auch für die Zukunft, gehen wir davon aus, dass das Quäntchen Glück nächstes Mal dabei ist und wir dann auch gewinnen werden. Kein Vorwurf gegen unsere Torhüter. Das sind die ersten Spiele für die beiden und die haben gut gearbeitet. Und da muss die Mannschaft für einstehen. Und an den beiden lag es definitiv nicht. 1:6 verloren, doch die Preußen haben gezeigt, dass sie ein Team sind. Die Scorpions auf der anderen Seite glücklich über die Playoff-Teilnahme. Nächster Schritt, Playoffs auf alle Fälle. Wir sind glücklich, da zu sein. Aber wir müssen uns noch ändern. Wir müssen ein bisschen besser Eishockey spielen, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. In diesem Sinne, tschüss gesagt und Glück gewünscht den Scorpions für die Playoffs, den Preußen für die anstehende Zwischenrunde. Die DEB-Oberliga-Partie zwischen dem ECC Preußen und den Wedemark Scorpions wurde präsentiert vom Schornsteinfegermeisterbetrieb Christian Liebermann.